Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zum zweiten Part von Let's Play Assassin's Creed. So, dieses Mal haben wir nicht dieses extrem langgezogene und relativ öde Tutorial. Nein, es geht richtig los mit dem Spiel. Und dann sollen wir doch mal sehen, wie gut dieser Kerl springen kann. Ey, ich würde mal sagen, wir kamen's drauf. Und das ist auch eine der geilsten Sachen mit an Assassin's Creed, dieses Free-Flow-Movement, dieses Parkour-Free-Running-System. Ich habe noch nie flüssiger in einem Spiel sonst wohin springen können. So. Ja, das hatten wir doch im Tutorial schon. Eine Klinge auswählen, den Typen anvisieren. Und jetzt töten. Na, so schwer war das wohl nun nicht. Dort. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable, sein Leben gehört mir. Nein! Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Unser Kerl ist wirklich ein sehr arroganter Fatzke, muss ich ja sagen. Ja, von hier aus komme ich wohl schlecht an diesen Robert de Sable ran, oder wie der heißt? Muss ich da jetzt einfach nur runterlaufen? Oh, sieht ganz danach aus, oder? Ach, wozu? Ich kann einfach springen. Naja, groß anschleichen ist jetzt wohl nicht mehr gefragt. Die wissen doch eh schon, dass ich hier bin. Von daher können wir auch einfach mitten reinspringen. So, da wären wir. Halt, Templer. Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Ganz simpel, ich will deinen Tod. Blut. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Na genial, das lief ja richtig beschissen. Und nun? Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Oh nein! Fuck, ich glaube, die sind... Ja, die sind tot. Okay, gut. Irgendwie müssen wir jetzt aber entweder wieder dahin oder generell hier raus. Ah. Da oben muss ich also hin. Naja, das ist ja kein schwerer Weg. Ach, es macht einfach immer wieder Spaß, in Assassin's Creed rumzuspringen und rumzuhüpfen. Das geht einfach so flüssig von der Hand. Und es sieht einfach jedes Mal toll aus. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Also von den Animationen her können sich viele, viele Spiele ein Stück von Assassin's Creed abschneiden. Vor allem angesichts der Tatsache, was man später für unglaublich hohe Gebäude erklimmt. Das sieht später so toll aus. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Was für eine Stadt ist das? Huh, jetzt überspringen wir schon Gedächtnisabschnitte? Wo landen wir jetzt? Aha. Altair, ihr seid zurück. Rauf, wie schön, euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Nun gut, jetzt habt ihr es ja mitbekommen, jetzt kann ich doch endlich mal das Wort benutzen. Wir sind Altair Ibn el-Sharif oder so. Auf jeden Fall Altair. Mehr weiß ich gerade leider auch nicht. Ich kenne den ganzen Namen gerade nicht auswendig. Ich werde mir auf jeden Fall den Namen nochmal anschauen, damit ich beim nächsten Mal nicht peinlicherweise den Namen nicht ganz kann. Wir sind in der Stadt Massiev. Gott, kann ich überhaupt irgendwas merken? Massiaf, genau, steht ja links unten. Wir sind in der Stadt Massiaf, Bevölkerung ca. 1925 Leute.
also eine ziemlich kleine Stadt, und man könnte es als die Heimstätte der Assassinen bezeichnen. Das ist sie nämlich auch einfach. Und für die Leute, die Assassin's Creed noch nie wirklich gesehen oder gespielt haben, falls ihr denkt, dass das jetzt diese großen, wunderschön aussehenden Städte sind, von denen ich bereits gesprochen habe, nein. Das hier ist eine ganz ziemlich langweilige Kleinstadt. Mehr ist das nicht. Also nicht, dass ihr denkt so, hä, das soll so toll sein. Aber ich muss schon sagen, dafür, dass das Spiel schon einige Jahre auf dem Buckel hat, sieht es immer noch taufrisch aus. Ist zumindest meine Meinung. Ja, und vor allem Architektur und Gebäude, die wissen, wie man es darstellt. Sieht doch schick aus, diese Festung. Und anscheinend bin ich ja bekannt genug, dass man mich hier langlaufen lässt. Stört keinen. Ich fliehe vor gar nichts. Ich laufe einfach nur schneller, damit es nicht so lange dauert, ne? Endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Okay, der Kerl kann uns ganz offensichtlich nicht leiden. Waffenverbot in der Festung, dürfen Waffen nur im Trainingsring benutzt werden. Ja, ist ja auch okay. Ich meine, das sind hier ist unsere Bruderschaft, ne? Die anderen Assassinen. Und wir sind zwar anscheinend angesehen, aber auch nicht überall beliebt. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, warum Altair nicht sonderlich beliebt ist. Schließlich haben wir bisher nur gesehen, dass er sich als ziemlich arroganter Hitzkopf verhält. Aber auch von innen kann sie diese Festung wirklich blicken lassen. Und unser Kerl sieht wirklich immer noch so verdammt ähnlich aus wie dieser Desmond Miles. Nun gut, wenn wir es richtig verstanden haben, ist dieser Altair ja ein Vorfahre von Desmond Miles. Aber dass sie sogar so ziemlich genau dasselbe Gesicht haben, schon verrückt. Ei, welche Ehre. Welche Ehre? Ja, das bestätigt nur meine Annahme, dass wir sehr, sehr hoch angesehen sind. Gut, der Meister erwartet uns. Na, dann mal auf zu ihm. Ah, komm, das dauert mir zu lange. Ich wollte es stylisch aussehen lassen, aber das dauert einfach zu lange. Altair. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Was? Nicht tot. Wie hat er überlebt? Malik. Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier. Nehmt es. Wie hat er das denn bitte geschafft? Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Was? Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden.
Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zum aktuelleren Gedächtnisabschnitt. Okay, jetzt müssen wir kämpfen. Wird auch mal Zeit. Ist das nicht die Geschichte ein wenig seltsam? Ich meine, der Kerl war eingeschlossen mit diesen ganzen Templern, inklusive diesem anscheinend sehr kräftigen Robert de Sable. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten. Aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie. Und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Genau. Der Kerl war mit diesen Templern am Kämpfen, hat erstens überlebt und zweitens auch noch dieses Ding sich beschaffen können und hierher fliehen. Ist doch irgendwie, die Geschichte geht nicht ganz auf. Aber na gut, werden wir wohl so schnell nicht erfahren. Okay, achso, wählen Sie Ihr Schwert. Jo, passiert. Und jetzt wollen wir doch mal ein paar Templern in den Arsch treten, oder? Denke ich auch. Na, wo sind die Templer? Da ist er. Drücken Sie L1, um den Kampfmodus zu aktivieren und zu verlassen. Na, komm her. So sieht das Kontern aus. Sehr effektiv, wie ihr seht. So, und mal ein bisschen hauen. Zack, zack. Und tot ist er. Oh. Ups. Hey. Ganz ruhig, mein Freund. Na, komm her. Greif doch an. Na, ich warte. Oh, das hat aber nicht weh. Na gut, dann machen wir es halt mal ein bisschen döller. Genug der Spielchen. Ach, da sind doch schon wieder zwei. Ihr haltet aber gar nichts aus, kann das sein? Und zack. So leicht geht das. Ja, komm, zur Seite, zur Seite. Ich muss euch ja irgendwie beschützen und dazu muss ich so ein paar Soldaten töten. Na, komm her. Oh, damit hat er wohl nicht gerechnet. Gut, waren das mittlerweile alle? Sieht nicht ganz danach aus. Und wenn ich der Karte glauben darf, muss ich da hinten hin, okay? Dann nehmen wir doch am besten mal eine kleine Abkürzung oder verschaffen uns zumindest einen gewissen Überblick. Okay. So, hier runter, dann darüber hechten. Ah, geschafft. Oh Gott, hier liegen überall tote Templer, tote Assassinen. Gefällt mir überhaupt nicht. Angriff abbrechen, zurück nach Masyaf. Befehl von Al-Malim. Okay, jetzt also doch zurück. Na gut, wenn das befiehlt, hat wohl seine Gründe. Wow. Gut, wir haben es wieder zurück in die Burg geschafft anscheinend. Muss ich jetzt wieder zum alten Sack? Oder was? Altair, kommt! Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Ich mag's ja nicht, wenn jemand Geheimnisse vor mir hat. Aber ich habe an dieser Stelle wohl keine andere Wahl. Wo flieht er nur? Ich fliehe vor gar nichts. Ich versuche uns anscheinend alle zu retten. Ich weiß noch nicht, was dieser Plan so ist, aber das wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Er wird sich noch verletzen. Nein, ich verletze mich nicht. Aha. Geht auf diese Plattform, Altair. Okay. So schwer ist das nun nicht. Heide! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel! So sei es! Bringt mir die Geisel! Was wird das? Ihr seid ganz schön scheiße! Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt! Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen? Und die Mägen leer sind. Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern.
Zeigt diesem Tumpenrecken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Drücken und halten Sie R1 und X und bewegen Sie das Steuerkreuz auch eine Kante zu, um einen Todessprung auszuführen. Tauben zeigen Ihnen, wo Sie abspringen müssen. Gefällt mir zwar nicht, aber mir bleibt keine Wahl. Hui! Hey, das ging mal gut. Mein Bein. Oh, das da hinten ging nicht so gut, oder? Mein Bein. Hey, alles klar? Oder die Templer werden uns hören. Au! Fuck! Das tat bestimmt weh. Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Ah, das ist also der Plan? Warum sagst du das nicht vorher schon? Nein, er will natürlich ein großes Geheimnis draus machen. Also gehen wir hier über diese Balken und diese tollen Seile. Also darunter fallen ist, glaube ich, keine so prächtige Idee. Mann, schöne Gegend. Aber nun gut, wir haben keine Zeit, uns hier umzugucken. Sightseeing muss später sein. Wir müssen erstmal diese Templerritter für ihre Freveleien bestrafen. Danke, Spiel, dass du mir erklärst, wie ich klettere. Dabei hast du es mir schon mal erklärt. Aber nun gut. Vielleicht seid ihr es gewohnt, dass die meisten Leute das Gedächtnis eines, keine Ahnung, Hundes haben. Aber ich habe kein Hundegedächtnis. Obwohl, wenn ihr meine Freundin fragen würdet, die würde euch wahrscheinlich verraten, dass ich gewisse Probleme mit meinem Gedächtnis habe. Aber naja, wem glaubt ihr eher? Mir oder meiner Freundin? Ich meine, ich bin doch ein total ehrlicher Kerl, oder? Ja, na gut. So, und ihr merkt schon, es kann mitunter sehr waghalsig werden, wie hoch und was für seltsamen Gebilden, Alter, ihr hier so hochklettert. Aber jetzt sind wir auch schon ganz oben und wir sind auch ziemlich hoch. Fast so hoch, wie wir gesprungen sind. Okay, nicht ganz, da fehlt noch ein Stückchen, aber schon ziemlich hoch. Ah, das ist die Falle? Na dann, schnapp zu! It's a trap! Buyaka, das tat weh. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge... fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden. Direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair.
Was geschieht nun mit uns? Wie geht's mit Altair weiter? Erfahren wir es gemeinsam nächstes Mal, wenn es wieder heißt: Let's Play Assassin's Creed. Als jeder andere.